Servus, meine lieben Hüterinnen und Hüter da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es hat sich eine Kleinigkeit geregt im Hause Bungie. Kurz vor dem Start der Hüterspiele im Destiny 2 Universum veröffentlicht Bungie nun offizielle Informationen zu dem kommenden Event und hat dafür auch einen kleinen Trailer parat. Den Trailer sehen wir uns einmal kurz an und gehen danach ein wenig mehr auf das Hüterspiele-Event ein. Willkommen bei den Hüterspielen. Mit diesen Spielen will Zavala uns alle zusammenbringen, um zu feiern. Und viel Spaß bei den Spielen, du hast es verdient. Das war nun auch schon der ganze Trailer zu den Hüterspielen gewesen. Viele neue Informationen gab es da jetzt nicht unbedingt zu sehen, jedoch bestätigt der Trailer ein paar Theorien und Leaks, die ich in meinem letzten Video zu den Hüterspielen angesprochen habe. Kurz zusammengefasst, die Hüterspiele beginnen am 21. April um 19 Uhr und enden am 12. Mai 2020 auch eben um 19 Uhr, wer hätte gedacht. In den Hüterspielen gilt es zu beweisen, welche Klasse als die beste hervorgehen wird. Es wird also ein Konkurrenzkampf zwischen Warlock, Jäger und Titan. Das Event wird von Eva Levante und Lord Shax zusammen veranstaltet und man hat die Möglichkeit, sich das schwere exotische Maschinengewehr Erbenerscheinung zu erspielen. Und ja, ich weiß, dass ich die Ex-Würmer bisher immer als Thronfolger betitelt habe. Das kommt aber davon, wenn man einfach mal so frei Schnauze einen Namen aus dem Englischen übersetzt. Super. Jetzt hat die Wummer aber eben einen offiziellen Namen. Erbenerscheinung. Aber mal die Frage an euch gerichtet. Geht's nur mir so? Oder hätte euch der Name Thronfolger eigentlich auch besser gefallen? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Wie eben schon erwähnt, veröffentlichte Bungie neben den Trailer noch ein paar weitere Informationen zu den Hüterspielen, auf die ich nun mit euch zusammen ein wenig eingehen werde. Wenn die Hüterspiele am Start sind, wird euer erster Weg der zum Turm sein. Dort werdet ihr Eva Levante besuchen, welche für jede Klasse den passenden Klassengegenstand parat halten wird. Diesen Klassengegenstand solltet ihr am besten während der Hüterspiele ausgerüstet lassen, um vollwertig an dem Event teilnehmen zu können. Während des Events gilt es, Punkte für die eigene Klasse zu sammeln, die man durch Abschlüsse von Bronze-, Silber- und Goldmedaillen erhält. Die Medaillen beziehen sich auf bestimmte Spielmodi, so kann also jeder selber entscheiden, welche Medaille einem liegen könnte und welche nicht. Dann heißt es auch schon raus aufs Schlachtfeld, Feinde klatschen, Lorbeere insägele und die Quest für die Medaille voranbringe, um Punkte für eure Klasse zu erhalten. Sorry, ich bin gerade ein bisschen eskaliert und deswegen ist das abgerutscht. Abgeschlossene Medaillen tauscht ihr am Podium im Turm gegen Punkte für eure Klasse aus. Als kleine Randinformation sollte erwähnt werden, dass ihr die Lorbeeren von anderen Spielern sammeln könnt, sobald sie diese ähnlich wie Sphären droppen. Die Lorbeeren dienen dazu, um Medaillen abzuschließen, welche dementsprechend den Punktestand eurer Klasse erhöht. Vergesst also nicht, die Lorbeeren wirklich einzusammeln, denn solltet ihr welche vergessen haben oder ähnliches, werden diese nicht an die Poststelle geschickt werden. Sie verschwinden einfach, was dann dazu führt, dass ihr länger an den Medaillen arbeitet und dementsprechend länger braucht, um Punkte für eure Klasse zu sammeln. Doch Achtung, in den Spielmodi Gambit, Gambit Prime und Schmelztiegel werden keine Lorbeeren abgeworfen, die man dann so einsammeln kann. Nein, stattdessen werden die Lorbeeren am Ende eines jeden Matches vergeben. Die Klassengegenstände, die euch von Eva Levante ausgehändigt werden, aktualisieren sich, wie auch der Turmpodium, zu jedem täglichen Reset und zeigen euch somit, auf welchem Platz sich eure derzeitige Klasse befindet. Hier gilt es unter Bronze, Silber und Gold zu unterscheiden. Sollte also an einem Tag die Warlocks an der Spitze stehen, wird der Klassengegenstand der Warlocks dementsprechend Gold, der zweite Platz Silber und der dritte Platz eben Bronze sein. An dieser Stelle will ich noch einfügen, dass derzeit der Großteil der Community sich ziemlich sicher ist, dass die Hüterspiele die Jägerklasse als Sieger hervorbringen wird und das alleine schon wegen der hohen Popularität der Jäger. Dieses Thema spricht Bungie auch an und hat dementsprechend angekündigt, dass die Medaillen pro Klasse unterschiedlich gewichtet werden.
Kurzum soll die Abschlüsse der Medaillen für Jäger also länger dauern oder eben schwerer abzuschließen sein als für Warlocks und Titanen, um eine Art ausgeglicheneres Event zu erhalten. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird, denn wenn die unterschiedlichen Gewichtungen der Medaillen so balanced ist wie einige Waffen im Schmelztiegel, sehe ich für die Hüterspiele doch schon schwarz. Naja, aber mal abwarten. In meinem letzten Video zu den Hüterspielen hatte ich euch doch die hübschen Geisthöhen präsentiert. Tja, was soll ich sagen? Diese könnt ihr euch tatsächlich erspielen. Eva Levante wird jede Woche eine Quest parat halten, mit der ihr euch diese Geister erfarmen könnt. Sie sehen zwar mit der spezifischen Farbe ein wenig anders aus als in den geleakten Bildern, doch kann man da bestimmt noch was mit dem einen oder anderen Shader hoffentlich ändern. So. Über das schwere exotische Maschinengewehr habe ich ja schon mit euch gesprochen. Die wird es in den Hüterspielen definitiv geben, doch wie man dieses jetzt genau bekommt, ist weiterhin unklar. Ich denke mal, dass es wie in den meisten Fällen auf eine Quest hinauslaufen wird. Kommen wir nun zum Everversum. Da wird es wie gewohnt eventspezifische Gegenstände geben, also Sparrows, Schiffe und so weiter. Leider gibt es keine großartigen Bilder, was es alles geben wird. Allerdings scheint man sich im Everversum dieses Schiffchen sowie diese Rüstung unter den Nagel reißen zu können. Ta-ta-ta-ta. Was diese Rüstung angeht, bin ich immer noch am Schmunzeln. Für mich sieht es fast so aus, als wäre die Formel 1 nun zu einer olympischen Disziplin geworden. Wunderbar. Naja, ist aber reine Geschmackssache. Was jedoch interessant sein könnte in Bezug zum Everversum, ist, dass man fast alle eventspezifischen Gegenstände im Everversum für Glanzstaub erhalten kann. Ausnahme soll nur ein eventbezogener Finisher sein. Dieser soll es eigentlich nur ausschließlich für Silber geben. Sei es drum, den Rest gibt's für Glanzstaub. Im Übrigen wird es Glanzstaub als Prämie in den wöchentlichen sowie in den wiederholbaren Hüterspiele-Beutezüge geben. Und je nachdem, wie viel Glanzstaub bei den Hüterspielen-Beutezüge herumkommt, steht einem ordentlichen Shopping-Erlebnis im Everversum eigentlich nichts mehr im Wege. Insofern einem die Sachen gefallen, versteht sich. Wenn das Event sein Ende erreicht hat, werden alle täglichen Platzierungen der 3 Wochen zusammengerechnet, um einen finalen Punktestand zu erhalten. Je nachdem, welche Klasse die höchste Punktezahl erreicht hat, wird euer Klassengegenstand für den Rest des Jahres eure Platzierung anzeigen. Sollten also Titanen das Rennen machen, wird bis zum Ende diesen Jahres der Klassengegenstand in goldenem Glanze erscheinen. Der 2. Platz Silber und Bronze selbstredend natürlich als 3. Platz. Die ein oder anderen von euch werden bestimmt den Klassengegenstand behalten oder dementsprechend tragen, insofern sie sich mit euren Statics, euren Biles und allem drum und dran, also dementsprechend decken werden. Ist dem nicht der Fall, tja, dann hat man ein paar Waffenmeistermaterialien mehr in der Sammlung, aber auch das wird sich eher so im Verlaufe der Hüterspiele zeigen. Wer natürlich dem Hüterspiele-Wahnsinn total verfalle ist, der kann nach dem Abschluss der wöchentlichen Quest auf die Lorbeeren fertig los eine dementsprechend exklusive Hüterspiele-Bungie-Premium-Box freischalten. Wer diese dann haben möchte, der wird dann wahrscheinlich einen Code bekommen und kann diese dann freischalten und dementsprechend dann halt eben auch kaufen, je nach Bedarf. Also dann, meine lieben Hüterinnen und Hüter da draußen, wer es bis hierhin mit mir ausgehalten hat, der sei nun endlich entlassen, denn wir haben im Großen und Ganzen das Ende dieses Videos erreicht. Am Ende hin bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als dass ich gespannt bin, wie sich das Hüterspiele-Event bewähren wird. Ist es wirklich ein 3-wöchiges Event, was man auch wirklich 3 Wochen durchziehen kann oder nicht? Jetzt eher so die Frage an euch gerichtet. Angesichts dessen, was ich euch da jetzt alles an Infos um die Ohren gepfeffert habe, was denkt ihr über die Hüterspiele? Wird es ein Top? Oder doch eher ein Flop? Lasst mich mal das und gerne auch weitere Gedanken zu den Hüterspielen in den Kommentaren wissen. So, ich klinke mich nun aber mal aus und lasse euch mal in den Kommentaren freien Lauf. Ach ja, und wenn ihr schon mal in den Kommentaren seid und euch das Video an sich gefallen hat, dann könnt ihr mir das mit einem kleinen Daumen nach oben zeigen. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann natürlich auch. So, jetzt lasse ich euch mal in Ruhe und wünsche allen Hüterinnen und Hüter da draußen weiterhin frohes Farmen sowie guten Loot. Bis in Bälde, euer Anima.